Jo, Jutschi, Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play Words of the Wild. Okay. Begeben wir uns jetzt mal Richtung Schloss. Ja, unbesiegt. Immer schön seitlich. Irgendwie war das Schloss gerade weg. Ja. Tja, dann wollen wir. Hallo, ich habe keine Zeit. Warte mal. Gucken wir mal. Gut. Hab die passenden Buben. Weil da drinnen gibt es nämlich einen Krog. Und da muss man ganz weit treffen. Tschüss. Wie viele Herzen habe ich eigentlich? Ich weiß, ich brauche tatsächlich 13. Habe ich jetzt eigentlich genügend? Ja, voll. Ja. Drinnen würde ich auch Waffen finden. Das wird eine Mission, Leute, weil ich nehme mich. Oh, kein Eberrock. Ich dachte, das war auch ein bisschen groß, das Viech. Das könnte aber wieder ein bisschen stressig werden. Oh je. Ja, was soll's. Gehört nun mal zu, als Job eines Helden. Aber zählen wir mal, wie viele Herzen wir da haben. Eins, okay. Nee, das war jetzt nicht. Oder soll ich doch das Schwert holen, weil. Wenn ich jetzt, Moment mal, ich habe zwar gesagt, dass ich jetzt. Ja, okay, ich kann mir jetzt doch jetzt noch ein Herz holen. Ein Herzcontainer und dann anschließend. Okay, machen wir das jetzt, hol mir das Masterschwert dann. Und soll ich mich irgendwie verzählt haben? Ja. Dann habe ich mir Pech verzählt. Gibt's die Göttin auch in den verlorenen Wäldern? Ja. Ich hole mir jetzt einen Herzcontainer und dann ab in die Wälder. Und dann werde ich auch versuchen, die Prüfung des Schwertes machen zu eins. Oh Mann, ich bin doch bescheuert. Ich bin doch wahnsinnig. Ich bin doch bescheuert. Also Leute, falls da erstmal keine Videos kommen, sondern erst jetzt, dann liegt es daran, dass ich mehrere Anläufe gebraucht habe, um diesen Ver dann nach Mission, also Prüfung des Schwertes zu schaffen. Man muss es nicht machen, aber es gehört nun mal dazu, irgendwie. Ja. Ach, warte mal, den Typen können wir auch mal dahin schicken. Also zur Tabrasa. Guten Morgen. Der Titan war Medo und meine Mutter. Ich hab das alles so satt, ey. Ich habe keine Lust, im Laden auszuhelfen. Ich will meinen eigenen Laden aufmachen, wo ich der Chef bin. Aber an welchem Ort würde es sich lohnen, einen Laden zu öffnen? Taborase vielleicht? Taborase? Was ist das? Zum Essen? Ich bin ganz Ohr. Oh, jetzt hier klingt, was ist das? Verstehe, dort wird also dringend noch ein Krämerladen gebraucht.
Akala, puh, das ist schon ein ganzes Stückchen weit weg. Für einen eigenen Laden würde ich auch ans Ende der Welt gehen. Ist eigentlich im Grunde am Ende der Welt. Wenn man da so überlegt. Gut, dann steht es fest. Ich versuche dort mein Glück. Solange Medo den Himmel unsicher macht, werde ich wohl zu Fuß gehen müssen. Danke für deinen Rat. Ich hoffe, du kommst später einmal bei mir vorbei. Okay. Tschüss, Dude. Aber im Ernst. Sobald du das Dorf verlassen hast, kannst du doch abheben. Okay, Uni können nicht so, aufsteigen. Sie müssten von irgendwo runter segeln, damit sie fliegen können. Rivali ist der Einzige, der das kann. Dummster Peter, der Uni ist nach der Brase gezogen. Aber was noch hier angekommen ist, erkundige dich nach, berichte deinem Dummster, was du erfahren hast. Im Ernst, Dummster wird es doch selbst sehen. Aber im Ernst, wenn er, ich meine, angenommen jetzt, also Peter, wenn er sobald er das Dorf verlassen hat, kann er doch hier auf den Berg gehen und dann fliegen. Und da kann er ein bisschen Zwischenstopp hier auf Eldin da und so. Da muss er nicht den ganzen Weg zu Fuß gehen, weil Famedo ist ja nicht überall, er ist ja nur über das Dorf. So sei es. Also deswegen weiß ich nicht, warum er so tut, als müsste er den ganzen Weg laufen. Das wäre mir nämlich neu, dass Famedo da aus der Ferne auch noch angreifen tut. Okay, gucken wir mal, was der Laden hat. Dort schmeißt er mich raus, weil ich ihn so ein Floh ans Ohr gesetzt habe. Oh. Bombenpfeile. Ist eigentlich auch so, dass dass wenn der Uni in Tabrasa den Laden geöffnet, dann kann ich da auch Pfeile kaufen. Ich glaube, die sind am gehören zu den teuersten. Ja. Oh, aber dann hat man halt mehr Möglichkeiten, da Pfeile zu kriegen. Allerdings ist das Problem, dass manchmal das auch so sein kann, dass überall keine Pfeile mehr gibt. Das ist nämlich auch durchaus möglich. Bratbanane, wir gehen das doch mal. Weizen und Rohzucker. Schwer sind aber in dieser Gegend seltener. Aber wenn man so einen findet, soll man das Rezept ausprobieren. Okay. Ja. Können wir da mal kochen. Und dann begeben wir uns mal. Das ist der Laden. Hä? Achso, das ist ein. Das ist ein Krug. Ah ja, da kann ich kochen. Was ist mit dir? Wie bist du? Ein Reisender. Na gut. Dann sorgst du dafür, dass der große Vogel am Himmel uns in Ruhe lässt. Mach ich. Auf keinen Fall! Ah? Kier sagt, dass ich dann wieder singen üben muss. Oh. Es tut mir wirklich leid, dass Mollys Papa Herdes verletzt wurde, aber ich mag einfach nicht singen üben. Auf keinen Fall so. Was soll mir ein Topfdeckel? So. War mal. Wie die so guckt, hä? Was guckst du da? Na, da haben wir es. Okay.
wir haben zweimal schon gekocht. Ja, was soll's. So. Warum soll ich da extra jetzt hinlaufen? Okay, warte mal. Soll ich da den Weg da lang laufen? Nee, das war ein anderes Mal. Warum? Ja, da kann man immer was Neues entdecken, das liebe ich. Aber ich habe mir vorgenommen, diesmal Breath of the Wild nicht so unnötig in die Länge zu ziehen. Und so, weil da habe ich das festgestellt, ich habe es ganz schön manche Sachen in die Länge gezogen, unnötigerweise. So, da wollen wir hin. Ich nehme aber auch die Maske ab. Warum nicht? Ja, eine typische Frauensache. Was sehe ich jetzt an? Aber tragen wir mal die flotten Ohrringe. Eventuell habe ich jetzt ein Problem. Verflext. Mist. Ich habe so gute Waffen. Was mache ich jetzt? Ihr werdet gleich sehen, was das Problem ist. Mist. Da ist die Hülle runtergefallen. Was? Kurzhülle? Ja, eine alle aufgenommen. Ich habe nur kurz gescheckt, ob alles aufgenommen wird. Und hier wieder eine meiner Lieblingsmusik. Verlorene Wälder. Also, der Trick ist, weil man wird sonst nicht verlaufen, man muss sich hier auf die Funken orientieren, die hier fliegen. Naja, ich hab's einfach mal so gemacht. Ich habe geguckt, wo ist die Fackel und bin dann mal dahin gerannt. Hat funktioniert. Es war auch einfach so ein halt Trick gewesen, immer so halt da hinzugehen, also zu schauen, ja, wo ist das Feuer? Und dann hin. Ach, was gucke ich denn da jetzt? Ich brauche nur an den Funkenflug zu schauen. Und so. Und hier habe ich das gleiche auch gemacht. Okay, was schmeiße ich jetzt weg? Weil ich brauche nämlich die Fackel. Oh!
Oh, ich habe den noch gar nicht mal fotografiert. Hoppla. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz auf die Karte gucken. Weil jetzt muss ich hier runtergehen. Um nämlich... die seltsame Maske. So. Sie sah einen Schlund eines furchtbaren Baums am Waldfeld, der alle besonders ihre ergeblich gibt, seine Familien zu finden. Ja, und das ist halt... ich muss jetzt, halt mit der Fackel war das. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich nicht so weit reingehe. Oh, bin ja total falsch. Kann aber auch sein. Erinnert er sich jetzt? Der Funkenflug? Aber ich möchte jetzt nicht unbedingt. Oh. Der Alter, es hätte mich beinahe erwischt. Schade, dass man sich nicht richtig umsehen kann. Doch, Richtung. Ach, toll. Bitte was? Ich bin wieder hier am Arm. Hä? Komm, das ist aber jetzt lächerlich, Leute. Ja. Ich meine, ich habe das schon geschafft. Das war nämlich ein, also ein Save Point gewesen, also ein Checkpoint. Und es ist auch ratsam, wirklich sich daran zu halten, wo die Funken sind. Also da keine Fackel auslassen. Weil man so, wird man sonst in die Irre geführt. Okay, Leute, das wird wohl eine Weile dauern. Was hier hin? Ach. Link, guck doch nicht immer so verblödet aus der Wäsche. Na, das kann ja weiter werden. Warum werde ich immer wieder von vorne hin teleportiert? Kann auch sein, dass ich nicht stehen bleiben darf.
Ich muss hier wirklich hier runtergehen, das ist so. Okay, laufen wir. Ah, da ist er ja. Sag ich doch. Ist doch gar nicht so weit weg. Krogmaske! Diese Maske ist den Masken der Krogs nachempfunden. Versteckt sich ein Krog in der Nähe, reagiert sie. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist. Die seltene Maske geschafft. Okay, ne? Problem ist nur halt, dass ich immer jedes Mal die Fackel ausmachen muss. Ah, da sind wir wieder. So. Okay, wie habe ich mich damals orientiert, als ich hier war und das mit dem Funkenflug nicht wusste? Ich habe mich aber an den Bäumen orientiert. Weil hier gibt es ja neben diesen grusigen Bäumen normale Bäume. Und da bin ich mal hingelaufen. So, hier wie dieser hier, das ist ein ganz normaler Baum. Also hier. So. Man muss aber zum Beispiel stehen bleiben. Und das hier wieder ein normaler. Also das war wirklich bei mir der Trick gewesen. Ich habe einfach mich an den Bäumen orientiert. Okay, war auch nicht so einfach. Weil im Nebel kann man so schlecht erkennen, welcher Baum normal ist und welcher ein bisschen merkwürdig. Ach ja. Hoppla. Das wird doch angezeigt. Aha, Schrein in der Nähe. Ah, das Maul. Ah, nee, das sind Augen. So. Okay. Doch, wir haben es geschafft. Okay, jetzt bin ich ein bisschen überrascht. Das war noch nie angezeigt, der Weg, weil verlorene Wälder und so. So. Wir sind da.
Alter Krux. Interessant. Ach ja, hier werden wir uns nicht umsehen können, weil wir uns wahrscheinlich verlaufen würden. Da. Ne? Unser guter alter Masterschwert. Ah, oh, wir können es einfach ziehen. Okay. Link, der Rest liegt an dir. Du bist unsere letzte Hoffnung. Bitte. Oh, Flashbacks. Ich muss kurz eingenickt sein. Was er unter kurz versteht. Wer bist du? Oh, endlich bist du gekommen. 100 Jahre. So lange hast du mich jetzt hier auf deinem Besuch warten lassen. Ich dachte schon, ich verdorre, bis du dich endlich blicken lässt. Aber so wie du mich ansiehst, scheinst du dich an gar nichts mehr zu erinnern. Nö. Ich wache über Hyrule. Seit es diese Welt gibt, stehe ich schon hier. Mein Name lautet Dekubaum. So nennt man mich von Alters her. Diese Waffe wurde vor Urzeiten von der Göttin erschaffen. Nur der auserwählte Ritter darf sie führen, um damit die Verheerung zu bekämpfen. Das heilige Bannschwert. Und ob du es glaubst oder nicht, du selbst warst es, der vor 100 Jahren das Schwert aus seinem Stein zog. Doch übe dich in Geduld, mein Junge. Wer auch immer wagt, es zu ziehen, wird von dem Schwert selbst auf eine harte Probe gestellt. Ich kann nicht sagen, ob du in deinem jetzigen Zustand seiner würdig bist. Wenn du versuchen solltest, es aus dem Sockel zu ziehen, bevor du deine einstige Stärke wiedererlangt hast, wirst du auf der Stelle den Tod finden. Nimm dich in Acht, mein Junge. Ich versuch's. Kann sein, dass ich mich verzählt habe. Egal wie viel Kraft du vorgibst zu besitzen, dieses Schwert durchschaut dich. Wer dieses Schwert ziehen will, muss auf der Höhe seiner wahren Kräfte sein. Wollen wir sehen, ob du bereit bist. Das Schwert des Helden. Neuer Zielpunkt. Im Wald der Krox jenseits des verlorenen Wälder ruht das heilige Bannschwert, das die Kraft besitzt, die Verheerung zu bezwingen. Der Dekubaum sagt, das Schwert würde dein Herrn auf eine harte Probe stellen. Vor 100 Jahren hast du dich bereits einmal würdig gewiesen. Aber bist du noch stark genug? Ja. Ich versuch's. Mal sehen, ob ich mich verzählt habe. Vielleicht habe ich mich verzählt und wir sind... Nö, ich habe mich nicht verzählt. Phew! Das wäre sonst peinlich gewesen. Hallo, mein guter alter Freund. Eckig bist du wieder bei mir. Ach ja. An diesem Ort sollst du ruhen und den Tag erwarten, an dem dein Gebieter zurückkehren wird. Selbst wenn der lange Schlaf ihn seiner Erinnerungen beraubt, wie du befürchtest. Ich bin mir ganz sicher,
Er wird seinen Weg zu dir finden. Hohe Priesterin von Hyrule, was hast du nun vor? Dieses Schwert, das Masterschwert hat zu mir gesprochen. Es sagt, ich hätte eine Aufgabe. Es gibt etwas, das ich tun muss. Du bist sehr stark geworden, hohe Priesterin. Großer Dekubaum, wenn er irgendwann kommt, könnt ihr ihm eine Botschaft übermitteln? Mein liebes Kind, deine Worte gehören dir allein. Er sollte sie aus deinem Mund hören, denkst du nicht auch? Ja. Was du gesehen hast, spielte sich vor 100 Jahren an diesem Ort hier ab. Das Schwert hatte gerade seinen Meister verloren. So nahm die hohe Priesterin es an sich, brachte es hierher zu mir und überließ es meiner Obhut. Bis zum heutigen Tag setzt sie ihren verzweifelten Kampf im Schloss von Hyrule fort. Immer im festen Vertrauen, dass du ihr eines Tages beistehen wirst. Ihr Lächeln war wirklich bezaubernd. Ich wünschte mir, ich könnte mich noch einmal daran erfreuen. Kein Problem, Dude. Wenn ich die Prinzessin gerettet habe, bringe ich sie hierher. Das legende Schwert besitzt die heilige Kraft, das Böse zu bannen und die Verheerung zu bekämpfen. Nur von denen Schwerter hervor. Erkorene Schwert kann es führen. Der Name dieses Schwertes lautet Masterschwert. Wenn du der Verheerung Garon und ihrer Manifestation gegenüberstehst, wird es vom heiligen Licht erfüllt werden. Du darfst es auf keinen Fall beanspruchen. Schwingst es so auf umher, wird es schlaglich werden und seine Kraft verlieren. Solltest das passieren, musst du warten, bis es sich regeneriert hat. Es wäre töricht, sich in Kampf mit Garon einzig auf dieses Schwert zu verlassen. Hat man früher auch immer gemacht. Okay, und die Lichtpfeile waren noch dabei. Für alle Fälle vorbei sein, solltest du auch die Titanen befreien. Das Schwert des Helden. Geschafft. Ja, also ich muss bei dem Namen Deku ein bisschen schmunzeln. Weil ich wusste eigentlich zuerst nicht, dass Deku eigentlich so wie wertlos bedeutet. My Hero Academia-Fans kennen das, also wissen, worauf ich anspiele. Das war für mich irgendwie sowas Erhabenes und durch My Hero Academia weiß ich halt, ja, das ist eine andere Leseart von Midori und bedeutet wie wertlos. PCW, ist da irgendwie so eine Holzpuppe gemeint? Ach ja, Fun Fact. In A Link to the Past. Da sieht man ja, wie Link das Schwert ja zurücksteckt. Und dann kommt der Text, ja, und hier ruht das Masterschwert für immer. Komisch. In Between the Worlds, was aber danach spielt, wurde es wieder gezogen. So viel zum Thema für immer. Aber gehen wir mal zu Barunos, der sich freut. Warum so still ich bin's doch? Der Musiker, das ist ein weiter Koks. Barunos!
Ich sehe, hast du den Weg durch die verlorene Welt hergefunden. Und du hast Krogsamen, die für mich finden wolltest. Wenn das so ist... Wenn du die Krogsamen gibst, dann kann ich dir eine der Tasche größer machen, ja? Ja. Ja, Herr. Und jetzt tanz mal für mich. Schwing die Hüften. Das bleibt drin, Leute. Das wird nicht übersprungen. Sieht aus wie ein Brokkoli, oder? Dam, da, dam, da. Also ich werde mich auch darauf konzentrieren, dass ich die ganzen Waffen- und Bogentaschen vergrößere. Und die Schildtaschen nicht. Weil... Vielleicht, dass euch aufgefallen ist. Je mehr, sag ich, dass wir halt mehr Krogsamen ausgeben. Und später ist es eigentlich so, dass wir nur die Schildtaschen sind, ist immer nur 15 Krogsamen bleiben. Kann aber auch sein, dass ich da irgendwas missinterpretiert habe. So. Brauchen wir nochmal eine Schildtasche und dann die anderen Taschen. Ja, jetzt dauert das erstmal eine Weile, Leute. Das mit dem Wald hat auch ein bisschen länger gedauert, aber auch nicht so lange. Dam, da, 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 da. Ach ja, interessant finde ich eigentlich auch, dass der Dekubaum Zelde als Hohepriesterin tituliert hat. So. Weil das hat Mühe, das macht ja keiner. Sie so, also sie als Hohepriesterin zu bezeichnen. Sie wird ja auch als Prinzessin bezeichnen. Aber wenn man so überlegt, anhand ihrer Fähigkeit, also ihre Siegelkräfte, ist sie sowas wie eine Hohepriesterin. Also wir können auch 4 Bogentaschen vergrößern. Ja, machen wir mal die Schildtasche. Aber du tut catchy, oder? Und ja, auch hier die ganze Reihe voll. Dam, da, da, dam, da. Machen wir nochmal eine Schildtasche. Ja, tut mir leid. Ich kann es nicht einfach wegdrücken, Leute. Wegspringen. Das gehört nun mal dazu. Machen wir die Schildtasche, dann hätten wir die Reihe voll. Dann können wir mal sehen, ob wir noch die anderen Taschen noch vergrößern können, ohne wir keine Samen mehr haben. Also nicht genügend. So, das sieht auch ganz nett aus, oder? Und die Zahl steigt sich immer mehr und mehr. Naja, wir waren fleißig im Sammeln gewesen. Thank you.
Oh, jetzt 17. Und Link steht da und ja, tanzen wir mal. Tanz ab, Dude. Nochmal die Bogentasche. Ja, es wird immer mehr. Also immer mehr Samen verlangt er dafür. Ja, ja. Da, da, da. Oh, noch größer kann ich deine Bogentasche nicht mehr machen. Hä? Bin untröstlich, oder? Okay, Waffentasche? Aber da ist doch eine Lücke. Ach so, na klar, ja. Ich erinnere mich jetzt wieder. Okay, ja. Das ist, ja, ich gehe gleich mal drauf ein, was das mit dieser Lücke auf sich hat. Da wipp ich immer mit. Ich glaube, ich kann noch eine Schildtasche vergrößern. Also noch. Da, da, da. Oh, noch mehr größer die Tasche. Okay, Waffentasche. Oho, ich nehme. Lieber nicht. Gut. Ja. So, welche? Ja, die Schildtasche. Ich habe also kein Schild ausgerüstet. Ja, noch einmal Schildtasche. Oh, Noppen. Okay. Das war's dann jetzt auch. Aber für den nächsten würde wahrscheinlich 15 haben. Und dann bleibt er auch bei 15. Nein. Ja. Ach, das geht noch? Oder waren es über 5? Also waren es doch 10 gewesen? Okay, ich dachte, es wären 15 gewesen. Na egal. So. Ich hab nichts mehr, Dude. Also an. So. So. Gut, dann werden wir doch hier noch ein Schreinrätsel machen. So. Und ja, dann werde ich im nächsten Part dann das mit der Prüfung des Schwertes machen. Katastrophal werden. Es ist so eine Hassliebe, Leute. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Kiru. Im Namen der Könhide sollst du geprüft werden. Es steht in Sternen. Ja, also...
Also hier bin ich wirklich, habe ich wirklich ambivalente Gefühle. Auf der einen Seite ist es irgendwie ein geiles Rätsel, aber auf der anderen Seite bin ich, naja, muss ich auch sagen, was auch meine schlimmste Niederlage war. Deshalb, ich war damals so müde gewesen und ich wollte unbedingt das Rätsel noch lösen und habe nachgeschaut. Seh zu den Sternen. Die Zahl der Sterne ist der Schlüssel zu deinem Schicksal. Und ich habe dann nachgeschaut und es ist eigentlich tatsächlich so. Hier. Ihr seht ihr hier die Sternzeichen da. Und ihr müsst jetzt. Und ihr seht auch hier die Fackeln. Oder Laterne, wo er. Okay. Gucken wir erstmal, was so dieses Dreiecke, wie viele und je von, wie viele Sternen, ja, Sternbilder, nicht Sternzeichen, also wie viele von den jeweiligen Sternbilder sind. Hier von diesen drei Teilnehmern, wie ist das hier so nämlich, haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Gucken wir mal, ist ein bisschen so blöd. 1, 2, 3, 4, 5. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verzählt, aber ist auch gar nicht so einfach. So, dann nehmen wir eine Kugel. Und hier sind halt die 5 Laternen. Lassen uns da reinrollen. Dann gucken wir mal, wie viel von denen ist. Alter, wieso auch manchmal da so Nebel ist? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alter, warum manchmal hier so Nebel drin ist? Ich weiß nicht. Leute, ihr solltet mal hier mal lüften. Die Luft ist total stickig. Dann komisch dieses Gebubbel da. Wie viel sind da? Aha. Ja, da manchmal der Nebel dichter wird, kann man da manchmal so schlecht. Ich sehe. Aber 1, 2, 3. Alter. Verschwinde, ich sehe so nichts. Wenn ich es so richtig sehe, ist es nur einer. Also kommt es dahin. Es ist ein echt ein geiles Rätsel. Und deswegen tut es umso mehr weh, dass ich da einfach so dermaßen übermüdet war, dass ich keine Lust habe, es so zu lösen. Weil das ärgert mich doch schon richtig. So, hoffentlich habe ich jetzt mich nicht verzählt. Nö. Also ich war damals zu müde oder einfach zu ungeduldig, ja, oder beides. Okay, das gleiche Prinzip läuft auch hier. Ach, wisst ihr was? Ich fotografiere das einfach. Dann werde ich jetzt das jetzt normal machen. So. Okay, da haben wir von denen 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4 und das andere 1.
Ich versuche es mal so. Na, wenn es was geht, ist das nicht einfach zu. Das wäre arschig. So ein ähnliches Rätsel gibt's auch später auf den Zwillingstürmen. Okay, 1, 2. Das hat 1, 2. Das ist 1, 2. Das andere ist auch 2, 1. So, jetzt hoffen wir, dass ich jetzt mir da jetzt keinen Knoten im Hirn hatte. Boah, hatte ich wohl. Oh, warte mal. Nee, warte mal. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Hä? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Das vier. Oh. Ach. Okay. Na bitte. Auch mir gefällt auch so im Aufbau den Tempel, also nicht Tempel, den Schrein hier. So. Alles für einen Königshänder. Ernsthaft? Wenn der Wind war antiker Charakterkern wäre. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. In der Hand der Gönne Hülle verleihe ich dir als Zeichen der Bewährung. Hallo Julia, endlich kann ich diesen blöden Ort verlassen. Hier. Zeichne Bewährung und du, ja, das Übliche. Hier. Okay. Zeichne Bewährung erhalten. Bla bla bla. So bla bla bla. Hiermit ist mal dies erfüllt. Möge die Göttin hier ja dir beistehen. Die haben ein ganz schönes Sitzfleisch. Obwohl manche sitzen auch gar nicht. Kleine Schritte mit dem Pferd. Okay, ja, wissen wir. Tipp nicht. Auserwählter. Okay. Dein Name ist Link. Ach nee. Es ist an der Zeit, dich einer großen Prüfung zu stellen. Gehe zum großen Dekobaum hier im Wald der Crocs. Es wird dir den Weg zu dieser Prüfung weisen. Prüfung des Schwertes. Okay. Alles klar. Ich hatte schon die Befürchtung, ich müsste erst rausgehen, also aus dem Wald, bevor die Meldung kommt. Aber anscheinend ist es, sobald ich hier irgendwie in Schrein bin, also in Schrein betreten habe, jetzt wie mich teleportiert, da kommt halt dann die Meldung. Das ist gut. Okay, da haben... Halt! Ich... Oh!
Ich wollte doch erst Schluss machen. Du sagst, du hast eine Stimme gehört? Ah, so. Und sie sagte, die Zeit sei gekommen? Dann lass mich dir erzählen, was ich von dieser großen Prüfung weiß. Okay, Leute. Aber das machen wir im nächsten Part. Ich mache jetzt hier einen Cut. Und dann werden wir uns dieser Prüfung stellen. Oh, scheiße. Das war katastrophal. Also, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, aber bla bla bla. Also, dann, see you, Madonna.